Die ersten Monate in diesem neuen Dorf, die waren für mich wie ein Märchen. Alles neu, alles fremd, alles gross. Und wenn ich umgeschaut habe, habe ich überall Weite gesehen. Nicht wie vorher, daheim im Emmittal. Da schaust du raus, siehst an diesen Hügel, siehst an diesen Hügel und hinten ist der Alpenkranz und ganz vorne ein Kirchenturm oder ein Wald, eine Hecke, was immer. Aber dort, in der neuen Heimat, siehst du nichts als grüne Weite. Siehst du nichts als Fläche, ich kann dir alles so sagen. Jeden Sommer schauen hinter Santa Fe ist fast das Augenlicht vergeudet, weil alles so gleich und so flach und so weit und so neu ist, dass du gar nicht mehr weisst, was anfängt und wo, dass es aufhören könnte. Und wenn du ein bisschen laufen gehst, dann kannst du fast sicher sein, dass du gleich mal nicht mehr weisst, in welche Richtung dass du zurück musst. Und sogar die Sonne am Himmel geht der letzte Weg um. Das Dorf hat sich tiptop entwickelt. Mein Vater war der General und der Kasper Sager sein Adjutant. Der Vater hat einen öffentlichen Park gebaut und die Leute haben gerade beschlossen, sie stellen mitten drinnen Büsten aus Bronze auf mit dem Kopf vom Vater unter einer grossen, glänzigen Plakette. El Pueblo de Román, also Fundador Dr. Teófilo Román, 23 Abril 1873. Das Dorf Román, seinem Gründer Dr. Théophile Román, 23. April 1873. Du kannst schauen, das Denkmal steht gäng noch und das steht auch in 100 Jahren noch. Und schon nach kurzer Zeit hat die Gemeinde Román mehr produziert als alle Ortschaften der Umgebung. Zuckerrüben, Herdöpfel, Getreide, Reis, Mais. Es sind noch mehr Italiener gekommen, dazu Polen und Ukrainer und etwas wenig Engländer. Aber auf der Strasse hast du noch sehr viel Schweizerdeutsch gehört. Die Schweizer haben gesagt, auch durch. Carmen, Araceli, Ramsey.